So, da bin ich schon wieder auf dem Weg zu Mario Kart. Ich habe schon aus Versehen auf Like gehen gedrückt. Aber erstmal das Video für euch auf YouTube. Wenn ihr vorbeikommen wollt, würde mich natürlich freuen. Wie immer Mario Kart. Danach wollte ich eigentlich Lost Ark spielen, aber du kommst einfach nicht in dieses Spiel rein. Es ist einfach schlimm. Und denkt dran, Mario Kart, wie immer. Ab dem 13.03. wird es neue Strecken geben. Der Pass kostet 21,99 bei MMOGA. Bei Nintendo selbst 25 Euro. Also wer ein bisschen sparen will, einfach in die Videobeschreibung gehen. Kauft euch da den Key. Wird mich natürlich auch unterstützen. Wenn ihr noch mehr braucht, für MMOGA hat gefühlt alles da, was das Herz begehrt. Auch jetzt zum Beispiel, wenn wir hier die PSN-Karten, wie gesagt, immer angucken. 50 Euro, 44 Euro, machst du nichts verkehrt. Steam-Karten, lass die Finger weg, die sind teurer. Dann kam jetzt neue Destiny. Ihr seht es schon, statt 100 Euro nur 76 Euro. Also ich weiß nicht, wie die Preise machen. Also da frage ich mich manchmal echt, was ist da los? Zum Beispiel Elden Ring für 44 Euro statt für 60. Die Collector's Edition, ne, Deluxe Edition statt 80, nur 62. Also da ist halt immer für jeden gefühlt was dabei. Und wie immer, es unterstützt mich und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Livestream und haut rein.